Der Anschlag auf das World Trade Center. Er hat die Welt in Angst vor dem Terror gestürzt und dadurch eine fatale Kettenreaktion ausgelöst. Die Bilder der Anschläge im Kopf entwickeln Menschen eine große Angst, selbst Opfer eines Terroranschlages zu werden. Eine unverhältnismäßig große Angst, sagt die Statistik. Seit 2001 sind in Europa 247 Personen durch einen Anschlag ums Leben gekommen. Im selben Zeitraum starben bei Stürmen 256 Menschen. Während der Hitzewelle 2003 kamen alleine in Deutschland 9000 Menschen ums Leben. Und seit 2001 starben über 50.000 Menschen, weil sie in einem Krankenhaus ein falsches Medikament bekommen haben. Es ist also vergleichsweise unwahrscheinlich, Opfer eines Anschlages zu werden. Selbst die Wahrscheinlichkeit, 1 Million zu gewinnen, ist größer. Immerhin mehr als 2000 Menschen hatten seither das ungewöhnliche Glück. Psychologen kennen den Widerspruch zwischen Angst und Wirklichkeit und sprechen von subjektivem Risikoempfinden. Menschen überschätzen Risiken sehr stark, wenn Ereignisse selten eintreten, dann aber mit erheblichen belastenden Konsequenzen verknüpft sind. Da diese dramatischen Ereignisse medial sehr sichtbar sind, wirken sie als Angstsammler, die alle vorhandenen irrationalen Ängste an sich binden. In ihrer Angst reagieren die Menschen unüberlegt und weichen vermeintlich kritischen Situationen aus. So sind in den USA nach dem 11. September viele Menschen vom Flugzeug auf das Auto umgestiegen. Laut einer Studie kam es dadurch auf den Fernstraßen zu signifikant mehr Unfällen mit 1600 zusätzlichen Verkehrstoten. Der Anschlag führte also nicht nur zu 256 Toten in den Flugzeugen und zu 2600 Opfern in den Türmen, sondern zu weiteren 1600 Toten durch ein angstgesteuertes Ausweichverhalten. Die Menschen reagieren unbewusst auf ihre Angst und vermeiden die entsprechende Situation. Doch dieses Ausweichverhalten kann schlimmere Schäden nach sich ziehen und mit einem größeren Risiko verbunden sein, als wenn man weitermachen würde wie bisher. Die Berichterstattung in den Medien führt dazu, dass die Menschen permanent an die Terrorbedrohung erinnert werden. Dadurch identifizieren sie sich stärker mit der eigenen Gemeinschaft. Die Toleranz sinkt und Ausgrenzungen nehmen zu. So werden härtere Strafen für alle Arten von Verbrechen befürwortet und Bürgerrechte eingeschränkt. Zu beobachten ist dieser Effekt bei vielen Sicherheitsbestimmungen, die widerspruchslos umgesetzt werden und zu enormen volkswirtschaftlichen Kosten führen. Experten haben berechnet, dass sich die Kosten im internationalen Warenverkehr aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben, um 0,5%, gemessen am jeweiligen Warenwert. Während also viele Autohersteller alleine wegen einer Preisdifferenz von 10 Cent auf eine Warnlampe bei fehlendem Anschnallen verzichten, müssen sie gleichzeitig 100 Euro für die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ausgeben. Schon die Angst vor Terroranschlägen hat eine lähmende Wirkung auf die gesamte Wirtschaft. Hinzu kommt aber, dass durch die vielen Sicherheitsmaßnahmen das Wirtschaften teurer und aufwendiger wird. Und die Frage ist, ob wir noch die richtige Balance haben zwischen den Risiken des Terrorismus und den Kosten der Sicherheit. Die Angst und die daraus resultierenden Reaktionen haben so inzwischen mehr Schaden angerichtet als die Anschläge selbst. Ausgerechnet gut gemeinte Sicherheitsmaßnahmen können die Angst sogar noch vergrößern. Zum Beispiel die Kontrollen am Flughafen. Sie können zwar vielleicht einen potenziellen Terroristen abschrecken, gleichzeitig wecken sie aber die Erinnerung an vergangene Anschläge. Fluggäste können sich bedroht fühlen und fragen, ob bei diesem Flug alles gut gehen wird und ob bestimmte Mitreisende nicht verdächtig aussehen. Eine Kettenreaktion der Angst. Wir müssen eine heroische Gelassenheit entwickeln, denn es wird auch bei uns früher oder später einen Anschlag geben. Dabei erwächst die Macht der Terroristen aus unserer eigenen Angst. Wenn wir aber die Anschläge als Unfälle ansehen würden, dann stellt sich heraus, die Terroristen können uns gar nichts anhaben. Mehr Selbstsicherheit und Gelassenheit statt mehr Sicherheitsmaßnahmen können das Fundament einer freien Gesellschaft stützen. Kommt dann der Anschlag, sind die Auswirkungen begrenzt. Die Kettenreaktion der Angst wird gestoppt.